Dr. Beata Markus, Oberassistentin der Universität Fünfkirchen, forscht seit 2 Jahren dieses als weißer Fleck geltende Gebiet der Geschichte. Sie hat eine schwierige Aufgabe übernommen, als beschloss, nach persönlichen Geschichten zu forschen. Manchmal half ihr ein Foto auf einem Grabstein im Friedhof, eine neue Geschichte kennenzulernen. Manchmal findet man solche Geschichten eher so zufällig. Man entdeckt etwas im eigenen Umfeld. Also ich war vor kurzem im Friedhof von Mecseknádasd unterwegs und früher war es einfach so eher so ein bisschen modisch, Fotos auf so Grabsteine auch zu bauen oder einzubauen. Und es gibt manchmal auch Soldatenfotos. So bin ich auf ein Soldatenfoto mit einem Waffen-SS-Abzeichen aufmerksam geworden von Adam Hüber. Und da stand das Heldentod in Budapest. So habe ich ein bisschen nachrecherchiert, wer er war. Also sein Foto ist eigentlich ganz sozusagen lustig und lebensfreudig. Er ist in einem Waffen-SS-Uniform, aber er lächelt da. Er ist ein junger Mann mit voller Hoffnung. Und naja, so sehr viel habe ich zu seinem Lebensgeschichte auch nicht herausfinden können. Also er war auf jeden Fall in der Waffen-SS, ob Zwang oder freiwillig, das weiß ich leider noch nicht. Und er war tatsächlich dann bei der Schlacht um Budapest eingesetzt, wo er auch ums Leben kam. Er stammt eigentlich aus der Gemeinde Ubanja. Und interessant dabei ist, dass sein Grabstein ist in Mecseknádasd, aber eigentlich er wurde in Budaörsch im großen Soldatenfriedhof begraben. Also seine Familie hat wahrscheinlich diesen Grabstein erst so deutlich später errichtet mit diesem Foto drauf. Aufgrund von geschätzten Angaben meldeten sich etwa 60.000 Personen in der ersten Kriegsphase 1942-43 freiwillig in die Waffen-SS. Im Hintergrund ihrer Entscheidung lagen verschiedene Ursachen. Matthias Stöckel aus Ödenburg flüchtete zum Beispiel vor der Haftstrafe. Wieder eine ganz andere Geschichte über Motivation, warum man freiwillig für den Dienst in die Waffen-SS meldete, stammt aus der Stadt Sopron. Also Sopron ist die treueste Stadt Civitas Civilissima, weil sie sich so Ungarn und nicht Österreich wählten im Rahmen dieser, ich denke, sehr berühmten Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg. Und Sopron war eine Stadt und auch seine Umgebung, wo sehr viele deutschstämmige Personen oder Angehörige der deutschen Minderheit lebten. Und es ist vielleicht nicht so bekannt, dass sehr viele, besonders die Dörfer um Sopron, haben sich eher für Österreich abgestimmt, aber auch sehr viele in Sopron. Und dort wurden nach dieser Volksabstimmung sehr viele Feierlichkeiten und Jubiläumsveranstaltungen und so weiter so veranstaltet. Und einmal 1939 hat sich eine kleinere deutsche Gruppe zusammengeschlossen damit, dass sie diese Feierlichkeiten stören wollen. Sie haben Flugblätter verteilt, so deutschsprachige Flugblätter darüber, dass ja, dass es eine falsche Entscheidung war. Sie wurden entdeckt und auch verhaftet. So, und der Anführer Franz Ferdinand May, der wurde auch so in bedrohte eine langjährige Haftstrafe. Deswegen hat sie einfach geflüchtet nach Österreich, das damals nach dem Anschluss schon zum Deutschen Reich gehörte. Und er meldete sich freiwillig für die Waffen-SS. So, mehr über sein Schicksal wissen wir eigentlich nicht. Er gehörte zur Division Viking und wahrscheinlich überlebte er den Krieg, aber mehr wissen wir über sein Schicksal nicht. Es gab auch manche, die aus Begeisterung für nationalsozialistische Ideen der Waffen-SS beigetreten sind. Ihr Tagebuch zeugt aber von ihrer Enttäuschung. Eine andere Geschichte ist von Matthias Stöckel. Also ich habe eigentlich einen Hinweis in einem wissenschaftlichen Artikel darüber gefunden, dass es auch ein anderes Tagebuch von einem Waffen-SS-Soldat existiert, von Matthias Stöckel aus der Batschka. Er stammte aus der Gemeinde Kerény. Und er hat auch ein Tagebuch über seine Erlebnisse, Erfahrungen geführt. Er war eine Person, der begeistert von den nationalsozialistischen Ideen war. So, solche Personen gab es auch. Deswegen meldete er 1942 freiwillig in die Waffen-SS und er diente in Jugoslawien und in der Ostfront. Aber wahrscheinlich seine Erfahrungen machten ihn schon, so enttäuschten ihn. Und deswegen, so die letzten Tagebuchaufzeichnungen sind auch so sehr deprimiert. Und
So, nach der Erzählung der Familie war er sehr verzweifelt, so besonders am Ende des Zweiten Weltkriegs, so ab 1944. Er hat sehr viel Alkohol konsumiert und er meldete sich dann so in den letzten Kriegsmonaten in der Nähe von Budapest zu einem sogenannten Himmelfahrtskommando. Das waren solche Aufträge oder militärische Aufträge, wo man ziemlich sicher wissen konnte, dass man es nicht überleben wird. Und das war tatsächlich so. Also Matthias Stöckl starb da und sein Tagebuch hat dann das Familie irgendwie gerettet. Aber er hat, deswegen ist eigentlich seine Geschichte bekannt, weil er das selber wahrscheinlich hätte nicht erzählen wollen. Nur dadurch, dass er im Krieg fiel, wurde seine Geschichte dann doch öffentlich gemacht. Ich habe vor, diese Forschung noch einige Jahre lang weiterzumachen und ich hoffe, dass ich auch noch mehrere solche eher persönliche Geschichten kennenlernen werde, dass ja auch Familien oder Personen sich melden werden, die irgendwelche Quellen oder Informationen haben, weil natürlich solche persönliche Geschichten machen dieses Kapitel der Geschichte schon viel menschliche, dadurch verstehen wir ein bisschen besser, welche Motivationen diese Menschen haben konnten und nicht, da kommen vielleicht dann nicht diese ganze allgemeine Urteile, dass okay, das waren alle Nazis in der Waffen-SS, weil es so nicht stimmt.